Ja, servus, hallo zu einer neuen Folge aus der Sudküche. Heute geht's am Rocket Bunny weiter, vom Kadett komplett. Hier auf der Werkbank habe ich schon von der Rechtsseite die Verbreiterung Laie. Zeige ich euch direkt. Da bin ich nämlich schon dabei, die Verschraubungen anzufangen, weiterzumachen, dass ich die so auf das Level kriege, wie hier auf der Fahrerseite. Und natürlich hier die Stoßstangen hin. Erst einmal die Kennzeichenbeleuchtung zumache, dann die Löcher vom Nummernschild zumache, dann ist ein Riss drin, wo der Auspuff war, das zumache, komme ich aber hartleider zu. Also wenn er Bock hat, bleiben wir einfach dran. So, hier haben wir die Verbreiterung von der Beifahrerseite. Da habe ich hier schon auflaminiert. Und das sieht man jetzt schön. Hier, das ist die Tür. Die Fläche von der Tür. Dann muss ich hier in dem Bereich bis hier runter noch auflaminiere. Und dann nochmal ans Auto dran schraube, dass die Fläche dann weitergeht. Und hier hinten ist es hier. Muss anleiten, aber da muss ich da noch drauf machen. Das ist nicht schlimm, weil das ist, wie soll ich denn sagen, zu dick, um das auf Emo zu machen. Das mache ich dann noch und später aus. Da habe ich schon Versteifungen drin. Muss ich aber da nochmal inschneiden, weil da Luft drunter ist, wo es zu kalt war. Dass ich das rauskriege, dann nochmal rinnen laminiere und dann wird hier später aus. Hier ist der Türgriff. Ja, da ist der Türgriff. Hier kommt dann die Verschraubung hin, dass das gemacht ist. Und dann kommt da hier ohne die Rinnen. Und dann das Seiteteil hier rin zu gemacht, dass wir mal aufs gleiche Level kommen. Und dann auch noch hier die Breite auf der Tür und so weiter. Das wird dann aber erst gemacht, wenn die komplett seit blank geschliffen ist. Und da haben wir die Stoßstangenleihe, wo ich ja immer drehe mit dem Kabel, wo ich ja gesagt habe, das ist die neue Stoßstange. Da habe ich jetzt schon hier das weggeschliffen. Wenn ich da nochmal das bisschen wegmache vom Spachtel, da ich auf dem GFK bin. Das wird zugemacht und hier habe ich auch weggeschliffen, die ganze Fülle, alles, kommt das kleine Matt drauf und dann wird später von hinten zugemacht. Und hier, und ich habe vor, das hier komplett immer zuzumachen, wenn das fertig ist, das dort, dass ich die Fläche habe, wird hier zugemacht, dass es ein Enem komplett zunes Teil ist und ich dann eventuell nur der Auspuff ausklinke oder den Diffuser anpasse, das weiß ich noch nicht. Ich habe da vom Uli, ich glaube 5er GTI oder 7er GTI, ich weiß es nicht, der Diffuser geht, wo ich dann das alles so da mit drin arbeiten will, dass es ab da ungefähr, also das weiß ich noch nicht, wie es wird, aber ich denke, es wird gut. So, und das machen wir heute. Also das zumache, dann gucke ich, dass ich heute das noch zukriege und da, dass wir das so weit kriegen, weil das ist ja so weit auf dem Auto, da unten drin und jetzt erst das auf das Level von dem bringe. Nicht wundere mit der Helligkeit, das ist, weil es Tor auf ist, aber ich muss es Tor auflassen, damit die Kaltluft da rausgeht und warme Luft drin kommt, damit es mit dem Harz schneller anzieht. So, fangen wir mal an. Live a life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better day. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.
is I dominate. I'm never gonna take off this crown. I'm never gonna take off this crown. I'm never gonna take off this crown. Cause I'm the fucking king. So, die Stoßstangen habe ich. Wie gesagt, die Löcher hier zu. Habe das auch schon so weit geschliffen, dass ich sagen kann, ich mache jetzt zuerst mal Füller drauf. Aber hier muss ich nochmal spachteln. Hier. Und hier. Und da muss ich gucken, das da von innen nochmal auflaminiere, weil da ist noch eine Pause drin. Die Form. Das macht das Lena Buckel hier. Und ich will das hier in einem Grad kriegen. Das habe ich hier auch zugemacht. Da wird Moje oder heute oben, je nachdem, wird hier nochmal ein Matt drüber laminiert. Das tue ich von innen das Stück nochmal laminiere, weil, Moment, da sieht man, dass es schon relativ hell ist hier in dem Bereich. Da mache ich nochmal Matte drauf, dass wenn ich außen wegschleife, dass auf jeden Fall das Material dick genug ist und dass ich nicht so viel spachteln muss, weil je mehr GFK drauf ist, je besser ist es dann für die Stoßstangen. Und dass ich das in einem habe, und da sieht man jetzt, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber da sieht man schön hier in dem Bereich, wo diese Fläche hier oben noch Lena Buckel macht. Da unten, das ist wunderbar, da muss nur noch einfach zur Stabilität von dem Loch, was drin war, daher ein Matt drüber, dass es ends ist, und dann ist die Stoßstange soweit fertig. Da unten rum. Und hier oben muss ich dann später noch ein paar Matte drauf machen, dass das ganze Loch komplett aus GFK ist. Dann wird noch da weggeschliffen, wie ich es hier gemacht habe. Die Farbe alles weggeschliffen, dass es eine Schicht gibt und das wird dann auch sauber gemacht. Ja, und dann kommen hier noch, wie gesagt, die Risse hier näher, wo drin sind. Da, die werden noch geflickt. Ja, die Seitewand, also die Verbreiterung, habe ich hier leider. Da ist jetzt da vorne das. Fertig. Und hinne, da tue ich jetzt gucke, dass ich dann die Verschraubung mache, dass das drauf kommt. Und dann geht das hier, wo ich da schon abgeklebt habe, da die Form von der Tür nehme. Aber bevor ich die Form von der Tür nehme, muss ich da hinne das alles blank machen. Dass es die Form, wie es später hat, also die Position und so weiter. Und von der Verbreiterung, das ganze Blech, die Form so wie später hat. Schwelle habe ich schon abgeschnitten. Ja, das war das jetzt. Das war jetzt das mit der Stoßstange. Die ist soweit fertig. Nur
wie ich ja gesagt habe, außen nochmal drüber geht, die Formrinnschleife, ein bisschen die Pore und so weiter, spachtle und dann komplett füllen, wenn außer die Risse gemacht sind. Am Auto geht es am Dienstag, also im nächsten Video, geht es da hin und weiter, wird das blank gemacht, Rostschutz drauf, Tankdeckel zugeschwäst und dann geht es weiter am Laminieren direkt, weil die Temperaturen, die sind wunderbar, vor allem, wenn ich nach außen in die Sonne fahren kann. Deswegen habe ich das Auto gestern rumgedreht. So. Eigentlich wollte ich ja gestern weiterkommen. Das heißt, ich wollte mindestens noch die Verschraubungen machen und unten an der Tür die Verschraubung machen und hinten und am Rücklicht. Und hier noch auflaminieren, von innen und das von außen. Aber gestern Mittag ist der Martin noch vorbeigekommen. Da haben wir sein Differential mal auf Sperre umgebaut, was eigentlich so die, wie soll ich denn sagen, die Koordination oder wie man es auch nennen will, die letzte halb, dreiviertel Jahr nicht so funktioniert hat. Aber jetzt gestern haben wir es gemacht. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn ihr Bock drauf habt, so wisst warum, wieso, weshalb, was es war. Ich habe ein paar Bilder bei Instagram oder Facebook. Instagram und Facebook. Da könnt ihr reingucken. Und jo, das war jetzt das bis daher. Im nächsten Video geht es direkt weiter mit der Verbreiterung und ich hoffe, dass wir da ein gutes Stück kriegen. Was ich noch vergessen habe, hinten an der Stoßstange kommen ja die Seitenecke drauf, so wie vorne. Deswegen habe ich ja von Sebastian, Stefan, die Stoßstange, dass es die gleichen Seitenteile sind. Und die Diffuser will ich ja nochmal machen mit dem Doppelauspuff und hinten die zwei Endrohre. Und dort dafür hat mir der Uli wieder was ganz Tolles gegeben, was ich finde. Jetzt sieht man es. Da hinten, die Form da komplett. Rechts wie links. Ist jetzt so. So. Das ist vom 6er oder 7er GTI, der Diffusor, den hat er mal gehabt, den ich benutzen kann. Für die Form, für mir das zu bauen. Ich denke, ich werde das komplett abformen und werde es dann aus GFK nochmal und dann hier anpassen. Weil den zu verschneiden, gerade weil er aus Plastik ist, wird ein bisschen schwer, den dann so in die Form zu bringen. Und wenn ich mir das bis da hier abforme, und da abforme und dann in die Stoßstange die Ecke rein mache und das Mittelteil dann auch noch mache, ist es besser, das aus GFK zu schaffen, weil das wird ja später auch zum Verschrauben sind. So, und das will ich nicht gerade verschneiden, kann ich es nämlich im Uli wieder geben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, es teile, like, abonniere nicht vergesse und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin!